Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zu Evoland 2. Und ich muss eben kurz auf dem Nebenbildschirm was machen. Wow, alles zu groß. So. Okay, so, jetzt habe ich nämlich die das Aufnahmefenster von OBS wieder ein bisschen zurechtgeholt. Wir sind jetzt hier an einem Scheideweg und zwar... was hat er in der letzten Folge noch? Wir mussten uns ja, oder müssen uns ja entscheiden, ob wir einen Weg gehen, der kürzer ist, dafür aber mehr Feinde da sind, oder der länger ist, dafür aber weniger zu tun ist. Ich glaube, nach oben hin war glaube ich, weniger los. Ich glaube, ich nehme unten. Leutnant, seht mich gefälligst an, wenn ich mit euch rede. Mein Herr? Ihr müsst diese Brücke um jeden Preis verteidigen. Welche Brücke, mein Herr? Was wollt ihr damit sagen, welche Brücke? Die Brücke direkt hinter uns natürlich. Diese Brücke, aber natürlich. Und wenn ihr mich kurz noch mal entschuldigen wollt, möchtet. So, jetzt bin ich wieder da. Aber natürlich. Na klar, und genau deshalb müsst ihr sie verteidigen. Vor wem, mein Herr? Oh Gott, was für ein Idiot. Na vor allem, die sie einnehmen wollen. Die Brücke einnehmen, mein Herr? Wo wollen sie sie hinbringen? Also gut. Ich werde mich einfach und klar ausdrücken. Lass diese Brücke nicht aus den Augen! Wenn sich jemand nähert, schießt zuerst und stellt nachher Fragen. Kapiert? Ich glaube, dieses Mal war ich ziemlich klar. Klar wie Kloßbrühe, mein Herr. Alter, was für ein Idiot. Also gut. Ich schieße nachher. Nach welchen Fragen? Für eine Dumpfbacke. Der Feind scheint die Brücke wirklich verteidigen zu wollen. Ich frage mich, ob ein Frontalangriff die klügste Taktik ist. Wir könnten ihn täuschen. Und wie genau soll das gehen? Nun, so könnten wir siegen, ohne zu kämpfen. Wir Dämonen nennen das Feigheit. Das hängt wohl eher... wohl... Nochmal. Das hängt wohl von der Betrachtungsweise ab. Darüber nachzudenken, bevor wir uns in den Kampf stürzen, kann nicht schaden. Gary erwägt, mehr Soldaten für unsere Truppen zu rekrutieren. Wir brauchen sämtliche Hilfe, die wir bekommen können. Okay. Ah, okay, cool. Sekunde. Wir könnten die... Ja. Na gut, wir haben nicht so viel. Ah, wir können die Jungs wahrscheinlich ohne Schwierigkeiten umgehen. Haha, klasse. Können wir mit ihr eigentlich auch? Nein, okay, sie friert das nicht ein. Ausgezeichnet. Wir haben sie erfolgreich flankiert. Jetzt können wir als erstes ihre Bogenschützen ausschalten. Ich erwarte eure Befehle, Gary. Spieler am Zug. Okay. Dalkin geht natürlich... Ja, ich stelle ihn mal hier hin. Schützen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Warten. Minus, der geht auch erstmal hier hin. Zack. Lädt seinen Sturm auf.
Sie nehmen auch ihren Sturm auf. Die kleine Fina geht dahin. Geht das? Ach, cool. Okay. Okay, und die Jungs, die rücken einfach erstmal vor. Na cool, ich könnte ihn hier auch noch reinlaufen lassen. Das ist sehr gut. Da haben wir noch einen Bogenschützen. Oder? Nee, Quatsch, das ist ein normaler. Ein normaler Soldat. Und Feind am Zug. Leutnant, sie greifen von hinten an. Was? Ich sehe nichts. Auf der anderen Seite, Leutnant. Auf der anderen Seite. Hoppalapop. Ungemein beeindruckende Strategie. Alle außer mir, Attacke! Okay. Wo wollen die hin? Okay, gehen die in Verteidigung zur Brücke oder was? Okay, wir könnten uns noch mal vorkämpfen. Angriff. Ja, Bord. Okay, Menos. Da kann ich so weit. Ach, Mist. Okay. Oder, warte mal. Scheiße. Nee, Moment. Wir müssen die hier aneinander haben. Stürmer. Nochmal. Der Dalkin in die Mitte und wieder schützen. Zack. Sie geht da und... Okay. Sehr gut. Okay, sie kann... Ah, nee. Dahin. Flupp. Heilt. Nicht den Dalkin. Okay. Kann sie angreifen? Na gut. Machen wir mal. So. Den lassen wir vorrücken. Auch abwarten. So, die kommen erstmal alle so in der Reihe. Okay, Feind am Zug. So, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir haben sie ja seitlich flankiert. Ah, okay, sie bauen eine Mauer auf, alles klar. Okay, der hat 60, der hat 40. Angriff. Au. Ich muss nur das gleich hinkriegen, dass ich Menos da wieder hinkriege. Angriff. Puff. Einfach mal mit dem Buch in die Fresse. Okay, so, Menos. Ich will's mal probieren. Super. Oh. Oh, geil. Wie geil. Okay, Dalkin kommt wieder in die Mitte. Wir schützen. Madame Fina. Haut den da in die Fresse. So, das Blöde ist jetzt, meine Kleine da hinten ist... ist natürlich jetzt ungeschützt. Das ist ärgerlich. Anscheinend ist das egal. Oh, ich muss Daiki mal gleich heilen. Wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Heilen. Und ihn. Zack. Angriff auf den. Bams. Gut.
auch erstmal Sturm. Wir lassen die erstmal warten. Zack. Sie darf auch mal stürmen. Warten. So, die stellen sie erstmal hinter uns hin. Zack. Wir lassen die erstmal ankommen. Die Superattacke von Minus, die ist richtig geil. Nein, 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 nein. Oh, stürmen. Okay. Angriff auf den Leutnant. Autsch. Okay, Dalkin rückt vor. Und beschützt wieder. Unsere Kleine, die rückt auch vor. Ach verdammt, das hätte ich vielleicht eher machen können. Egal. Stelle ich die mal hier hin. Lass sie nochmal warten. Angriff, den da. Oh, super. Den stellen wir mal hier unten hin. Zack, warten. Stell die auch mal dahin. Jupp. Jupp. Cool, die Leute habe ich noch gar nicht verschwendet. Finde ich sehr schön. Ja, kommt ruhig alle in die Nähe. Den da könnte ich oder den Leutnant. Rekrut oder Leutnant? Ich mach den Rekruten erstmal. Bams. Okay, so, sie macht's. Eisattacke, da ist er dann nämlich auch durchgeschwächt. Und Venus mit seinen Superhelden. Wartet und beschützt wieder. Sie darf ihn erstmal heilen. Pluin. Der davor. Den lasse ich da mal. Wird er auch da warten. Alles klar. Super geil. Okay, die Ritter, die sind jetzt ein bisschen fies. Den Sturm kann ich wirklich gut gebrauchen. So, er beschützt wieder. Er ist richtig wichtig. So, Menos laden wir wieder auf. Wir dreschen mal auf den da ein. Ups. Kann sie heilen? Ja, ich glaube schon. Das ist eigentlich ganz gut, dass der da steht. Wie viel hat der? 16. Ja, super. Dann ist der nämlich weg. Und klopp mal auf den Soldaten ein. Kurzes Hüsterchen. Verdammt. Nein! Oh Gott! Okay, das macht eigentlich keinen Unterschied. Okay. So, jetzt ist er dran. Dann gehen wir auf den da. Plupp. Und den Hieb. So, und jetzt dreschen alle auf den da ein.
Autsch. Dalkin, Angriff, den da. Ach verdammt, da ist ein Stein in der Mitte. Okay. Ja! Das nenne ich eine brillante Strategie. Der Feind wiegt sich jetzt in Sicherheit. Also haben wir das Überraschungselement auf unserer Seite. Los, Bewegung! Wir haben es geschafft. Geil. Ich meine, wir hätten da wahrscheinlich eine Truhe. Mana. Ui, natürliche Lebensenergie. Super geil.